heute das Spiel, Eröffnungsspiel, wenn man so will, Polar Soccer WM 2013. Was denkst du, wie geht's aus? Ja, ich hoffe, dass wir sehr viele Tore schießen, weil es geht auf einen guten Zweck. Und dass wir uns auch gut einspielen können für die Weltmeisterschaft. 22-22. Gibt es eine Taktik? Habt ihr eben schon beim Anziehen so ein bisschen über die Taktik gesprochen? Nee, noch nicht gesprochen, müssen wir jetzt noch machen. Ach so, kurz vorm Spiel noch. Ich denke, die Taktik ergibt sich auch von selber. Es ist viel Zufall dabei. Und ja, Standfestigkeit brauchen wir ja auch. Herr Miglikowski, ich sehe, Sie sind in Zivil. Eigentlich hätten Sie ja auf dem Feld stehen sollen, im Trikot. Was ist los? Ja, Sie können sich vorstellen, es tut mir auch richtig weh innerlich, weil im letzten Jahr war das ein tolles Event hier. Ich selber habe ja auch durchaus dazu beigetragen, dass man viel Spaß hatte bei meinen Stürzen. Und ich habe jetzt aus dem Skiurlaub was mitgebracht am Knie, wo ich jetzt nicht riskieren möchte, hier auf der Fläche heute das zu verschlimmern. Kann ich verstehen. In welchem Team hätten Sie gespielt? Natürlich im Alba-Team. Alba Allstars, genau. Den drücke ich natürlich auch die Daumen heute und hoffe, dass wir tatsächlich wie im letzten Jahr vom Platz als Sieger gehen, aber eben den Zuschauern was bieten können dabei. Wir spielen ja für einen guten Zweck. Was denken Sie denn, was kommt heute rum? Also letztes Jahr haben wir beide Mannschaften über 20 Tore gemacht. Das sollten wir toppen dieses Jahr. Waldemar Robel, 30 Minuten Polarsoccer in Knochen, wie war's? Ja, überragend. Ich habe das erste Mal gemacht. Also der Spaßfaktor ist enorm. Also wenn du nochmal einen brauchst, kannst du mich wieder anrufen. Wie viele Tore hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht so viele. Ich war jetzt nicht der Goalkeeper bei uns. Also ausgegangen ist es 31:30 für die Sparkasse, also für euch. Ja. Geil. Super. Günther Oberholz, böse Zungen behaupten, der Oberholz vom FC Kreil hätte nur lamentiert, nur auf dem Boden gelegen, hätte nur die Schwalben hingelegt. Von 30 Toren 12 selber gemacht und 22 vorgelegt, ergibt genau 30. Ja. Reicht, mehr brauche ich nicht sagen. Ja. Der Gespann um Dr. Welling hat leichte Probleme gehabt, konnte sich oft nur durch Foulspiels helfen. Und dann hast du natürlich einen blinden Schiedsrichter. Dann sage ich auch jede Woche, Schiedsrichter total blind heute. Weiß gar nicht, wer war. Das war ich, aber darüber können wir noch mal reden. Ja, okay. Aber Doc Welling meint, FC Kreil hätte nichts von gesehen. Ja gut, er hat sich ungefähr sechs Tore, glaube ich, ergaunert, die du gegeben hast, obwohl die hinterm Netz drin waren. Aber es spielt doch keine Rolle. 30-30 sind genau 60 mal 50. Und das ist das Wichtigste heute für diese Aktion nicht. 31-30, ihr habt verloren. Ja. Die Alba Sportis haben verloren. Ist klar, weil du hinterher noch ein Tor draufgelegt hast. Richtig. In der Nachspielzeit. Habe ich auch gerne gemacht. Ich hab euch gerne verpfiffen. Ja, ich weiß, ich habe ja gesehen, du hast ja auch eine Ehrenkarte. Warum? Danke. Von der Alba mit dem Lachen. Ja, dann 31.